Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kochvideo und auf Marios Channel. Heute zeige ich euch, wie ihr köstliche Hähnchenbeine mit würziger Kondensmilchmarinade und knusprigen Kartoffeln zubereitet. Meine Oma, die Elfriede, hat das damals immer so gemacht und das Rezept habe ich nochmal gefunden und das möchte ich euch jetzt zeigen, wie lecker das ist. Lasst uns gleich loslegen. Wir brauchen dazu 8 Hähnchenbeine. Bekommt ihr im Paket, das sind 2 Kilogramm Pakete. Aber wenn ich die Knochen rausrechne, dann habe ich nur noch 1,6 Kilogramm. Dafür braucht ihr 24 Gramm Salz. Ist alles genau berechnet. Dazu braucht ihr Kartoffeln, etwa 5 bis 6 große Kartoffeln. So, dann brauchen wir Knoblauch. Da könnt ihr auch bei meinem Video sehen. Ich stelle mir den Knoblauch selbst her. Oder 3 Knoblauchzehen fein gehackt oder gepresst. Dann benutze ich dazu getrocknete Gartenkräuter. Könnt ihr natürlich auch selbst herstellen aus dem Garten. 4 Gramm Currypulver, 4,8 Gramm Paprika Rosenscharf und 9,6 Gramm Paprika Edelsüß. Plus 5,6 Gramm schwarzer Pfeffer oder weißer Pfeffer, egal. Und dann habe ich hier noch ungefähr 100 Gramm Zwiebeln in feine Streifen geschnitten. Und das passt alles sehr gut dazu. Natürlich könnt ihr dann auch Oregano, Basilikum, Schnittlauch, Koriander, Majoran oder Salbei auch dazu benutzen. Also ich habe es jetzt so gemacht, es passt super. Und unser Hauptdarsteller 250 Gramm Kondensmilch. Das macht das Fleisch sehr weich und ist super lecker. Die haben das früher auch so gemacht. Das ganz genaue Rezept wie immer unten in der Beschreibung. So, dann kommen wir noch ganz kurz zum Vorgang. Ich habe jetzt ein bisschen Rapsöl benutzt, kaltgepresstes, und gebe das ein bisschen über das Hähnchen drüber. Dann kommen unsere 24 Gramm Salz und unsere 5,6 Gramm Pfeffer. Ein bisschen mische und dann schön verteilt über das Hähnchen drüber geben. Ja, bleibt cool, ist bald fertig. Jetzt benutzen wir 9,6 Gramm Paprika Edelsüß, 4,8 Gramm Paprika Rosenscharf und 4 Gramm Currypulver. Das vermischen wir wieder und geben es über die Hähnchenschenkel drüber. Und es riecht lecker. Und wie schon erwähnt, ihr könnt jetzt 3 Knoblauchzehen fein gehackt oder gepresst verwenden. Ich benutze hier meine eigene selbstgemachte Knoblauchpaste. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um weitere Videos nicht zu verpassen. Das Ganze tun wir gut einmassieren und wenn ihr möchtet, könnt ihr das bis zu 3 Stunden oder sogar einen ganzen Tag im Kühlschrank durchwirken lassen. Es ist sehr lecker. So, dann kommen unsere getrocknete Gartenkräuter dran. So, dann zum Schluss noch unsere 100 Gramm Zwiebeln, fein geschnitten in Scheiben. Und dann unsere Kartoffeln, die legen wir oben drauf. Wenn er es ein bisschen kleiner schneidet, ist es noch besser. Dann ist die Backzeit ungefähr, würde man sagen, 55 Minuten. Wenn ihr die Kartoffeln so groß lässt, könnt ihr ungefähr 1 Stunde rechnen. Dann unser Rosmarin noch dran, Thymian noch dran. Das ist alles, was ich an frischen Gartenkräutern verwendet habe. Dann kommt noch unser Hauptdarsteller, unsere Kondensmilch. Das waren 250 ml. Vielleicht würde ich 200 ml nächstes Mal benutzen. Das geben wir noch drüber. Das gibt eine schöne Saftigkeit und ist ganz lecker. Optional habe ich noch so eine thailändische Soße noch benutzt. Scharfe Soße, ganz wenig. Und noch ein bisschen Asiasoße mit ein bisschen Süße drin, aber auch ganz wenig. Optional ein bisschen getrockneter Majoran. Ja, und das ist jetzt hier wirklich alles.
Aber ich sag's euch, es ist hammer, hammer lecker. So, ab in den Backofen rein. Also ich habe jetzt Ober- und Unterhitze benutzt bei 180 Grad. Genaue Zeit war ungefähr eine Stunde, da die Kartoffeln ein bisschen dicker waren. Wenn er es ein bisschen dünner schneidet, um etwa 55 Minuten, dann ist es super durch und ganz lecker. So, dann ein schönes Bierchen dazu. Kurze Info dazu, ich werde jetzt dann nur noch 100 ml Kondensmilch verwenden. Dann werden die Hähnchenkeulen noch knuspriger. Ein bisschen Soße drüber, schmeckt auch ganz gut. Und wie ihr seht, das wird so ein bisschen käsig, was ich am Anfang gesagt habe. Und es ist wirklich furchtbar lecker. Macht's mal nach. Abonnieren nicht vergessen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.